Hallo, ich grüße dich am 9.1. Ähnlich wie gestern ist das eine gelungene Kombination 9 plus 1 für Kommunikation, für Austausch, für lockeres, spaßiges, humorvolles, originelles, individuelles. Auch sehr stark, noch stärker natürlich als gestern, weil die 9 und die 1 spielen wie die 1 und die 3, also die 1, 3 und 9 spielen da in dieser Dreiecksverstärkung eine sehr große Rolle in Sachen Freiheit und Unabhängigkeit. Also heute kannst du einiges tun in Sachen innere und äußere Bewegungsfreiheit, also das ist, kannst du versuchen, dich auszudehnen, auszubreiten, schauen, wo gibt es noch Einengungen, Anpassungen, Unterordnungen. Und eben auch üben, also falls du das bis jetzt noch zu wenig getan hast, also heute ein idealer Tag, immer an 9er Tagen, vor allem auch, je nachdem ist das natürlich noch verstärkt dann, wenn die Monatszahl entsprechend ist und der Jahr, aber jetzt am 9. zu üben, spielerisch drauf zu sein, also locker, spielerisch, humorvoll, flexibel, in dem Sinne einfach, ja, dass das Leben so leicht zu nehmen, wie es nur möglich ist und da in dem Sinne sich nicht da auf bestimmte Dinge zu versteifen oder festlegen oder festzusetzen. Ja, es darf auch ein bisschen oberflächlich zu und her gehen, es muss nicht allzu verbindlich sein, jetzt gerade auch. Genau, du, es ist gut, ein guter Tag, um eben auch zum Beispiel dich in Szene zu setzen, dich zu verkaufen, nach außen in dem Sinne Repräsentatives zu tun. Ja, es ist ein typisch extravertierter, nach außen gerichteter Tag. Das Kommunikationsfenster schränkt das vielleicht so ein bisschen ein, also in der Kommunikation die 10. Bei der 10, ja, das kann wegen der 0 an, kann das in alle möglichen Richtungen gehen, also eine konkrete Kommunikationsempfehlung gibt es für den heutigen Tag nicht, außer, dass du vielleicht einfach offen sein sollst, was sich so in Gesprächen alles entwickelt, weil es kann heute in alle möglichen Richtungen gehen, es kann auch zu Überraschungen kommen, es kann zu Veränderungen kommen. Gut, du kannst auch sagen, weil die 10 ist auch eine typisch soziale Zahl, dass vielleicht soziale Themen heute oder was mit Behüten, Beschützen zu tun hat, auch interessant sein können, durchaus. Ja, Menschen, die einem 9.1. geboren sind, du kannst es dir vorstellen, ja, die haben beste repräsentative, nach außen gerichtete Möglichkeiten, zum Beispiel als Mediensprecher oder Firmensprecher, oder also Mediensprecher, also zum Beispiel im Journalismus oder im Medienbereich oder Kommunikationsbereich, Sprachenbereich, Verkaufsbereich, einfach alles, was nach außen gerichtet ist, wo man eben auch schnell, beweglich, geschickt, das hat das mit der 9 zu tun und dann gleichzeitig ist es ein bisschen witzig, ein bisschen originell, so ein bisschen das Schauspielerische auch hineinbringt, das sollen diese Leute fördern, die einen 9.1. geboren sind. Ja, die können zum Beispiel eine Kommunikationsverbindung mit solchen haben, die an einem, zum Beispiel an einem 5. geboren sind, gibt auch wieder die 10. Da gibt es natürlich jetzt inzwischen xx Möglichkeiten, wenn du das von Anfang an verfolgst hast, also seit dem 1.1. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir heute gutes Kommunizieren, lockeres Verhalten, ein gutes Auftreten, zeigen nach außen, solche Dinge zu bewegen oder in deiner Freiheitsfindung, da, dass du da vorwärts kommst. Und wir sehen uns. Bis bald.